4, 5, 6, 7 oder so sind die ganzen. Ja, dort wächst so zwischen Mine und Ablenkungskörper etc. Ablenkungsgranate für die Hombres. Ach nee, das hat doch nicht alle rein. Das ist eine Ablenkungsgranate. Sichert mal den Wagen vorne, da passen wir alle rein. Ja, nee. Da passen nur drei rein. Nee, der vor allem, warum willst du in den Wagen rein, wenn wir jetzt einfach zum Heli zurückgehen? Ist der noch da? Natürlich ist der noch da. Willst du da oben noch rein, ja. Ja, ja, manchmal despawnen die Dinger nicht. Was? Ja, gestern gehabt. Ob jetzt ist der Heli weg. Ja, stimmt, ja, das müsste eigentlich das Symbol noch angezeigt werden. Ja, 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 ist ja, noch nee, unser Rettung, aber wir müssen. Doch, da oben ist er. Da ist er. Ach verdammt, ich kann kein Loch hier reinspringen. Nee. In den Berg? Nee, nein, in den Zaun! In den Berg? Ja, wir machen einen Durchbruch. Renner 2.0. Das sind die neuen Bergarbeiter. Boah, scheiße, Alter, hier. Das ist ja wirklich. Wer ist denn eigentlich hier gelandet? Proof! Ich hab an einer Stelle gelandet, wo wir mal nicht sofort Aufsehen erregen. Ja, wo wir erst um einen halben Canyon rumlaufen müssen. Ja, so ist das halt, wenn das ein sicherer Posten sein muss. Weißt du, zuerst sagst du Sneaky, dann sagst du wieder, nee, jetzt müssen wir so weit weglanden. Du kannst nur eine Sache haben. Sonst töte ich dich. Oh, ich hab die Vögel erschreckt. Dafür bist du gut. Kann total glücklich sein, wenn wir jetzt 5 Meter nämlich fliegen und dann wieder landen müssen. Funk Lufttransport? Wo ist der denn? Ach, da unten. Ich hätte die Daten geholt erst. Dann hol die Daten. Aber da sind nämlich bestimmt Feinde drin. Ja. Das wird auch geben. Richtig, dann können wir den Heli nämlich direkt landen und hier lassen. Nehmen wir direkt den anderen Heli vor Ort. Na, da sind bist du dir so sicher, dass der in die Luft geht? Ey, ich springe raus und der startet wieder. Ich hab halt noch nicht. Ich wollte halt noch anders positionieren. Weil guck mal, du hast doch jetzt hier einen super Ausblick. Erledigt. Alter! Auf das Ziel. Gut, alles klar bei uns. Der müsste weg, der Typ hier vorne. Ziele identifiziert. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Maschinenpistolen. Die Drohne ist oben. Vorsicht, die werden neugierig. Aber weshalb? Ja, wegen nein, der Drohne da. Sieht doch alles okay aus noch. Da ist noch einer im Turm. Komm ich gerade nicht ran. Ich würde dann über den linken Abschnitt angreifen, wo der SSM in dieser Turm ist. Ja. Eins könnte ich erledigen. Achtung, Helikopter, Vorsicht. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Ich nehme die zwei. Okay, die zwei ist in Deckung. Eins habe ich nicht mehr im Visier. An den Turm komme ich nicht ran, den muss ich mal mit der Aufpositionieren. Oh, da ist ein Zug! Sag ich doch. Wow, ein Zug! Wenn die Eins stehen bleibt, nehme ich ihn hier. Ich hab die Eins im Visier, ich könnte. Ja. Mach, der steht alleine. Tango ist tot. Jetzt kommen natürlich die Zwei zu dem hingelaufen. Ja, aber wir wurden nicht gesehen, das ist okay. Den Turm hab ich ausgeschaltet. Mhm. Die zwei, wenn er weiterläuft, krieg ich den. Mist, der ist stehen geblieben. Ja, der steht auf der anderen Seite der Mauer. Auf der Mauer aufgelaufen. Die eins dort könnte ich erschießen.
ich fange an zu markieren neu. Hupsala. Ich habe ein paar Schüsse gebraucht für den einen. Ja, ja. Aber, Achtung, Nummer 3. Ist sind auch gesagt auch was. Vorsichtig sein, 3 ist aufmerksam geworden. Die kommen direkt auf uns zu. Also, die wissen noch nicht, wo ich bin. Gegner getroffen. Die wissen noch gar nicht, wo jemand ist. So, der Teleporter. Am Heliporter. Mein Gott, Helikopterplatz ist auch tot. Der am Auto in der Mitte auch. Es kommt da eine Unitat-Patrouille. Ich wurde gesehen, Achtung! Von der Patrouille, glaube ich. Kommt Verstärkung rein, Achtung. Ja, kommen Patrouillen, Leute, hoch. Sind aber schon zum größten Teil ausgeschaltet. Der zweite Wagen ist noch besetzt. Da gucken einfach nur alle aus dem Wagen raus und versuchen gerade den anderen zu umfahren. Jawoll. Ich glaube, sie sind damit überfordert, gerade zu wenden. Aber die habt ihr besser im Sicht, den zweiten Wagen. Gut gemacht. So, jetzt gibt es noch einen hinten im Raum wohl drin, wo die Daten auch liegen und sonst. Ach, ja, der kommt gerade raus. Alter, wie schnell rennt der denn? So schnell wie ein Mensch laufen kann? Ja, ist auf Drogen, der Junge. Im Lager wird's ruhig. Alles klar. Ist tot. Da sind das zwei rausgekommen aus dem Gebäude. Drei Stück, sind das noch zwei jetzt? Die fünf Verstärkung. Weitere Unidad-Patrouille. Die fahren bei euch gerade rein, links. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Im Haus einer drin. Nächster Tango down. 4 der Patrouille ist schon tot. 2 Tangos eliminiert. 2 noch vor den an dem grünen Laster. Ich renne zu Rubbel. Gib mir Feuerschutz. Warte, ich sehe, ich kann. Einer down, halt zweiten sehe ich. Ist auch down. Sind aber noch welche. Ich guck gerade. Das Helikopter direkt über uns. Der dreht auch, glaube ich, ab. Bleibt es. Ich hab Rubbel. Von hier aus sehe ich keinen. Ganz hinten ist noch einer. Zwei Stück sind da noch mal hier. Ich sehe sie. Einer kommt jetzt über die Straße gelaufen, einer kommt von vorne. Direkt aus Norden. Einer kommt durch den Eingang, wo auch die Transporter durchkamen. Weiter Tango down. Gut, Rubbel. Locker bleiben, alles ist gut. Ich glaube, jetzt müssten wir. Ist frei. Ja, frei der haben. Kreis ist weg. Guck mal über die Brücke. Juhu. Okay, so weit kann ich nicht gucken. Einiges an Zweck. Ist hier auch ein kleines Lager. Und mit einem 2 Dixie-Klos auf meiner Seite. Gutes deutsches auswärtiges Produkt. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ja, Dixie-Klos ist eine deutsche Erfindung und die haben das Monopol. Hier ist der Flugplan für einen Kartell-Heli, der Nachschub liefert. Die Rebellen brauchen die Sachen. Holen wir ihn uns für sie. Richtig. Achtung, Patrouille. Patrouille ist die Straße reingefahren. Fährt aber vorbei. Ja, hier sind noch. Geil. Nee, hier kann ich gar nichts nehmen. Ah, hier. Unten, südlich. War noch
Ja, scheint noch irgendwie eine Wache drin zu sein. Ja, ich seh die. Die ist im Gebäude. Ich glaube, jetzt haben wir alle Informationen von dem Gebiet. Abschuss Tango bestätigt. Down. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ja, gegenüber sind noch Unidads Leute, aber die holen wir jetzt nicht. Das nächste Gebiet. Können wir lieber zur nächsten Aufgabe. Obwohl ich sehe hier noch einmal. Ja? Eine Kingslayer-Datei. Bei A oder was? Ja, bei A. Habe ich noch eine. Wo ist A? Die habe ich schon eingesammelt. Da! Die hatten wir schon. Ja, ja, ihr seid ja auch hier lang gelaufen, aber ich bin da ja nicht lang. Ah, hier gibt's noch Waffe. Wenn ihr das Benzin extrahieren, hat es so eine schöne Farbe. Das ist ganz leicht. Seht, als ich noch jung war, 12, 13, hatte ich einen Freund, sein Vater war ein Bandier. Der hat mir gezeigt, wie man Coca passt. Der war gleich voll weggerammt. Ach so, ich dachte, ja, der hatte fand das lustig, so. Dass der Geschichten erzählt von 12, 13-Jährigen. Alter! Ja, was denn? Aber hier kriegen wir Lohn. Es gibt Feindaktivität. Und das Verfahren kriegt man viel mehr Paste. Oh, hier kommt ein Konvoi neben uns. Ich frage mich oft, ob die Leute... Ja, aber er fährt hier nicht rein. Die fahren um die Leichen herum. Um einfach weiterzukommen. Gerade die Pest ausgebrochen. Ist halt typisch. Obwohl, wenn wir jetzt... Ich flieg mal bis zur Brücke ganz vorne, dann können wir die den Konvoi vielleicht noch mitnehmen. Oder der Lippe. Nein, diesmal machen wir den vernünftig. Weil er kann nur gerade fahren bis vorne an der Kreuzung. Wir sind schnell genug an der Kreuzung. Weil die fahren recht langsam. Ich denke eine Mine. Vorsicht, hier sind ja schon das Gebäude. Also erstmal warten, bis die Zivis hier weg sind. Wow, ich kann nicht unter diesen Zaun hier durchkriechen. Ja, du bist zu fett. Die Klappe. Du Idiot, Alter. Du bist so doof. Warum hab ich gerade gesagt, ich muss erstmal warten, bis die Zivis weg sind? Da legt ja schon die Minen dahin. Mein Gott. Oh mein Gott. Einmal mit Profi. Jetzt kommt der Konvoi, wir liegen hier tot rum. Gegner im Bereich. Ja, fast. Der Trucken kommt! Nicht der Truck, wir brauchen Saat und Waffen. Wir brauchen die Ladung. Wir können das Zeug gebrauchen. Ich bin down. Wollten wir das nicht richtig machen? Ja, Blut hat falsch gemacht. Ja, ich wusste ja, dass die Minen auf Zivi-Fahrzeuge reagieren. Schütz mich, ich bin wieder. Ich hab doch gerade gesagt, warten bis die Zivi kommen. Alles klar, sehen wir doch mal nach, was der Truck so führt. Das war knapp. Das habe ich nicht gehört. Oh, es sollte so eine Sani-Einheit geben, ich wäre der Beste. Nein, ich wäre der Beste. Nein, Mann! In der Beta war ich der Beste, Mann, ja. Gib deine Mine mit auf, sonst fährt der nächste Ziebe hier rein. Ja, mach mal ruhig. Das hat aber wunderbar geklappt. Ich bin ja noch in der Ausbildung. Ich hab jetzt die Mine gesprengt, Alter. Dann stehen wir halt das Flugzeug lieber. Sachen, die stehen, sind vielleicht besser für uns. Für dich? Ja, ich bin ja auch schon alt. Ja. Ist Jordan mit dem Helikopter? Ja. Muss noch annehmen, gut. Jordan. Sonst hätte Jordan schon links geschrien. Der merkt doch erst dann natürlich schon, dass wir weg sind. Ich hab hier noch was eingesammelt! Den Fähigkeitspunkt? Nee, hier wir sind bei der grünen Mission hier. Stehen. Vorsicht, da sind noch Gegner. Die da? Nee, nicht Nahrung. Nein! Flugzeug stehen. Das ist vorher mit dem Flugzeug. Funk Lufttransport. Der direkt unter uns jetzt quasi. Das
Also da sind schon mal definitiv Gegner. Die gibt's bei mir nicht. Jodel. Die gibt's bei uns allen. Jodel, wir stehen hier 100 Meter vor diesem Ding. Vorsicht. Ziel Nummer 2 da. Setze Drohne ein. Ziel Nummer 3. Achso, das da mit der Drohne oder? Ziel Nummer 5. Na, das hatte ich doch gerade markiert. Ja. Den Fähigkeitspunkt. Nein, nicht den Fähigkeitspunkt, daneben, das Klauen des Flugzeuges. Neben einen. Nee, ich hab dort nichts. Ja, denn warum nimmst du nicht einfach den an, den wir sharen? Bei mir wird das nicht angezeigt. Ja, ist gut. Angezeigt. Stehlen Sie den Hubschrauber? Nee, stehlen Sie. Nein, du hast das andere ab. Du hast was anderes angewählt. Ist jetzt auch egal. Du kommst einfach mit. Boah, dass sie das nicht mal richtig. Ey. Also wenn, dann müssen wir hier simultan ausschalten, weil wenn einer umfällt, kriegen es alle mit. Vorsicht, der wird aufmerksam. Also 1, 2. Auf die kann ich sehen. Ich sehe die gleichen, die du siehst. Jetzt sehe ich einen mehr. Sollen wir sich einfach mal einen Haufen schießen? Also, weil wir können doch alle sehen, überwiegend, oder? Ja. Crouch mal vor. Keiner sieht. Wir jetzt gerade auch zwei auf einmal erschießen können. Okay, ich sehe alle. Nehmen gut, dann los. Er ist erledigt. Okay, nichts passiert. Was? Alles sauber. Riecht der noch, wenn er tot ist? Was riecht der noch, wenn er tot ist? Nein, der spricht. Er hat doch gesprochen, ob er viele von denen verleiht. Voodoo. Ich bin noch nie Flugzeug geflogen. Aber das lief ganz gut. Oh. Guck mal, Jordan hat die Tür. Ja, du hast den Fertigkeitspunkt mitgenommen. Ja, natürlich. Oh, wir müssen dahinter fliegen. La Basso. Andale, andale, andale. Bis dahinter, die andere Map. Wenn du mir aber jetzt einen Raketen hast, wie das hier nicht kommt. Ja, hab ich gesehen, rechts. Ja. So beginnen die Abstürze. Ich wollte halt nur mal gucken. Nein, du kannst weiter im Menü abgammeln. Jemus hat uns da ganz kurz gesehen. Da schickt jemand eine Leuchtrakete hoch. Ja, hab ich gesehen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Bedeutet das, dass das Rebellentruppen, denen man helfen kann, oder sind das Markierungen von den Bösen? Boah, die Musik, ey. Lass mal gucken, wie ich überhaupt hier landen kann. Okay, ich sehe die Landebahn. Chimperico in La Casa leider eine persönliche Tragödie, die ich euch nicht vorenthalten will. Mein Name Bernardo wurde letzte Nacht bei einem dieser Gewaltausbrüche getötet, die unsere kleine Ecke Bolivias dieser Tage plagen. Der Way ist einer von vielen, klar. Aber Bernardo war auch.
Hast du den jetzt genau aus der Lage gekommen? Moment, habe ich einen getötet? Nein, der lebt noch. Wir sind hier fertig. Die Rebellen können ihren Nachschub später holen. Schön, dass die Kroll drücken hast. Was rollt weg? In den Heli rein. Wer fährt? Ah, jetzt. Ja, ich bin noch nicht. Also, das war das erste Mal Flugzeugfliegen. Doch gut gelaufen. Sind wir jetzt im anderen Gebiet drin? Ne, wir sind nicht im anderen Gebiet drin. Das war nur weit weg von dem ersten Gebiet. Nebeneinsatz Verstärkung. Schüchtern Sie den Sicario ein. Seid ihr wieder alle AFK? Nein. Gut, dann schüchtern wir jetzt ein Sicario ein. Jorl hat das wieder nicht angenommen. Es wird mir nicht angezeigt, ich muss es selbst machen. Kann das sein, dass du vielleicht das in den HUD-Einstellungen ausgemacht Nein, hast? Nein, hab ich nicht. Aber wenn dir das nicht angezeigt wird, ist es halt sehr wahrscheinlich. Hier wird die Hälfte der Mission überhaupt nicht angezeigt. Welche Hälfte? Bin okay. Drohne fliegt. Ich sehe noch einen Tango. Da ist noch ein dritter. Den müssen wir einschüchtern hier oben auf dem Balkon. Er ist Nummer 5. Was sind ein paar hier? Was eigentlich, wie ich mit der Drohne ins Gebäude fliege? Das hören die dann doch sofort. Okay, dann gucke ich von draußen einfach rein. Wow, und da drin ist wirklich einer. Ja, ich sehe ihn. Oh. Nun, da kommt. Der Tango halt. Die werden dich sehen. Wir sind alarmiert. Okay. Ihr Leutnant verpisst sich. Vorsicht, 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 Leutnant. Wow, der hat mich jetzt weggelassen. Der steigt ins Auto. Ich hab's versaut. Holt euch den Leutnant. Der ist jetzt eingestiegen. Er fährt jetzt los. Ja, ich wurde erschossen. Ja, ich auch. Wo ist Jordan eigentlich? Ja, von der anderen Seite gekommen. Oh Mist. Passt schon. Ja, es ist halt weg. Ja, das wird gleich penetriert. Wahrscheinlich. Weil das sind drei Tangos jetzt auf ihn zugerannt. Gucken wir, wie Jordl seinen Punkt langsam das Leben aushaucht. Ich belebe mich bei Jordl wieder. Jordl hat Rubbel wieder belebt. Ja, natürlich. Weil mein Kopf ist im Geländer. Was ist denn sehr schön, da? Weil du sneaky vorgehst. Mir gefallen. Wie, bist du schon wieder tot oder was? Nein. Ich bin tot. Ja, ich lieg auf dem Balkon. Jetzt haben die mich. Jetzt haben mich die Leute, die Jordan verfolgt haben, haben mich jetzt weggemacht auf dem Rückweg. So. Ich hab mich jetzt wiederbelebt einfach. Weil Realismus und so. Ja, ich sehe gerade die Leute, die den verfolgt haben. Die rennen gerade von der Seite so halb rein. Ich sehe ein weites Ziel. So, einer ist ausgeschaltet. Ob da jetzt noch mehr sind,
Komisch, dass ich immer durchkomme. Vielen Dank. Du warst auch nicht da, als wir gekämpft haben. Ja, weil ich von der anderen Seite gekommen bin und die einfach mit der Sniper getötet habe. Es waren da schon die meisten tot. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campoana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau das richtige Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emisario und zwingt ihn, sich zu zeigen. El Emisario. Ach nee, irgendwas anderes. Cool. Besseres Magazin. Geh mal weg. Hä, ich kann das Zeug hier nicht einsammeln. Hatte ich das schon? Ja, kann sein. War hier nicht noch irgendein Nachschub? Oder ist das ja, oben? Hier kann ich noch... Achso, mit Alt kann ich über die Schulter und Kimmo und Korn wechseln. Ja. Und mit B kannst du, wenn du in Zielmodus bist, auch nochmal was ändern. Hast du B? Ja, das ist, ich glaube, Nahkampf oder Fernkampf, also beziehungsweise das Visier näher ranziehen oder. Halbfeuerwaffe Magazin. Und jetzt können wir den nicht mehr wieder bekriegen. So, jetzt ist die Mission einfach weg. Nein, wir müssen bloß weit wegfliegen, dann spawnt die neue Mission. Weil wir sonst nicht.